So, ja, jetzt müsste es eigentlich gehen. Es müsste eigentlich wieder funktionieren. Denn seit dem letzten Patch, seit dem letzten Windows-Update, ja, da ist wieder alles ein bisschen durcheinander und da funktioniert dies nicht so richtig und das nicht. Aber egal, es geht ja heute mal wieder um WF und gut, dass ihr reinschaut, denn es gibt was Geiles Neues. Ja, was eigentlich schon ganz geil ist. Würde ich mal sagen. Es hat natürlich, gibt auch einen kleinen Manko, ja, einen kleinen bösen Tritt haben wir bekommen von WF. Wir haben uns darüber unterhalten, die Spieler haben diskutiert und haben gesagt, Alter, wann kommt es? Und jetzt ist es da auf der neuen Map, also mit den neuen Maps. Da können wir ordentlich Ruf farmen. Dann können wir uns ein Segment kaufen und dann gehen wir zum fetten Helmint und zu dem Wurm in die Wand. Und guck mal hier, es gibt auch ein paar neue Scherben. Zack und zack und zack. Falls es jemand interessiert, was die so können, ich halte mal ganz kurz drauf. Und dann installieren wir das ganz einfach, hingehen, einmal klicken, dann ist es installiert, nachdem wir es gebaut haben. Und dann können wir die Scherben fusionieren. Ja, und wie gesagt, es gibt nur einen kleinen Manko. Wir können keine zwei Scherben miteinander fusionieren, leider. Also, okay, ich sag's nochmal ein bisschen anders. Wir können keine kleinen Scherben zu dicken Scherben machen. Wir können aber kleine Scherben fusionieren. Wir können auch dicke Scherben fusionieren. Nur wir können keine kleinen zu einer dicken machen. Was eigentlich echt ein böser Manko-Arschtritt ist. Schade. Es wäre richtig geil gewesen, wenn sie das auch noch mit reingemacht hätten. Vielleicht kommt das noch, ich weiß es nicht. Müsst ihr euch ordentlich beim Support beschweren, warum das nicht möglich ist, warum es nicht geht. Ansonsten ist es schon geil gemacht. Da kann man nicht meckern. Wir haben extra Schaden. Natürlich muss man drauf achten, weil hier ist es. Dann guck mal, erhalte 10% Fähigkeitsschaden bei Feinden, die betroffen sind, aber erhalte elektrischen Schaden für die Primärwaffe. Das heißt jetzt, einmal gibt es Fertigkeitsschaden und dann gibt es nochmal extra Schaden für die Waffe. Also wir haben hier quasi drei Bonusse auf einmal. Denn wenn du unten guckst, erhalte 25% kritischen Nahkampfschaden, wenn die maximale Energie über 500 liegt. Diese wenn und vielleicht und wenn und haste und das ist alles immer typisch WF und das können wir ja nicht ändern. Aber es ist schon geil, es ist schon cool, denn die meisten Frames, nicht alle, aber dann müssen wir halt einen spielen, der auch über 500 Energie kommt. Aber das haben die meisten ja auch automatisch drin. Dann guck mal ganz unten in dem Reiter, haben wir Gesundheitskugeln geben 20 Energie und Energiekugeln geben 20 Gesundheit. Dann brauchen wir diesen extra Mod nicht mehr, diesen anderen, der das umwandelt. Dann haben wir wieder einen Modplatz gespart. Ich weiß, durch den Operator und durch die Pflanze, also die Feldapotheke, brauchen wir das eigentlich gar nicht mehr. Aber es ist schon ein geiles Gimmick. Wir können den Schaden alles mitnehmen und da muss aber natürlich jeder sich raussuchen, was er denn gerne hätte und wie und warum, was er spielen will. Ja, ich dachte mir, ich zeige es euch einfach mal für diejenigen, die noch nicht auf die Map können. Normalerweise können ja eigentlich alle, aber manche haben ja auch nicht so die Lust, immer gleich irgendwo hinzurennen, wenn alles proppenvoll ist mit Leuten. Es ist aber schon geil. Es ist schon cool. So, den neuen Frame, den habe ich natürlich auch schon. Da bin ich gerade noch bei den zu leveln. Und der ist geil. Davon werde ich euch auch ein Video zeigen. Denn der ist, eigentlich ist der richtig, es ist ein geiler Deffer, sage ich jetzt mal so. Ist ein Death-Frame, aber macht Spaß. Aber dazu in einem späteren Video, in einem anderen. Und ja, falls wir uns dieses Jahr nicht nochmal sehen sollten, dann wünsche ich euch einen guten Rutsch. Jetzt hör mal auf da. Kuppel ist gerade noch da und er sticht mich in die Seite, der Hund.
Ja, falls wir uns nicht mehr sehen sollten, dann wünsche ich euch einen guten Rutsch. Ja, startet gut in das nächste Jahr. Ja, und sauft nicht so viel, denn dann gibt es Ärger. Nicht mit Mutti, aber mit die Freundin. Ja, dann kracht das wieder. Egal. Ich bin weg. Ja, viel Spaß beim Zocken und wir sehen uns.